Moin moin, liebe Leute, zu einem neuen Vlog. Puh, das waren ein paar Tage. Ich hatte ein paar Probleme, ich habe sie immer noch. Ich habe vor einer Weile wieder angefangen, diese Tabletten hier zu nehmen, die 5-HTP-Tabletten. Das sind im Prinzip Vorstufen von... jetzt habe ich vergessen, oh Mann, jetzt habe ich all die anderen Fachbegriffe im Kopf von Dingen, die es nicht sind. Amphetamin, nein, Capsaicin, nein, Sopamin, heißt es so? Ich habe gerade den Namen vergessen. Das Glückshormon halt, dieses, ne? Was der Kopf ausschüttet, wenn du, damit du gute Laune bekommst. Das ist quasi so die Vorstufe davon. Das ist im Prinzip ein naturbasiertes Antidepressiva. Ebenfalls mit Nebenwirkungen, genauso wie normale Antidepressiva noch viel, viel schlimmer sein können. Das ist halt relativ harmlos von den Nebenwirkungen, aber es hat welche. Und ich hatte ja schon mal in Verdacht, dass die Tabletten hier dafür sorgen, dass ich Magenprobleme bekomme. Das war nämlich zu der Zeit, als ich die genommen habe, war diese Zeit, wo ich ins Krankenhaus gegangen bin, wegen den Blinddarmbeschwerden und so weiter. Und da hatte ich die schon irgendwie in Verdacht und habe sie dann auch abgesetzt. Jetzt habe ich die halt nochmal angefangen zu nehmen, weil meine Depressionen schlimmer wurden. Und ich habe unfassbare Magenprobleme. Ich habe sie wieder abgesetzt seit ein paar Tagen, aber das braucht immer eine ganze Weile, bis das wieder ausmelot. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob es jetzt an denen liegt. Ich bin fast versucht, wenn das hier vorbei ist, sie nochmal anzufangen zu nehmen, weil wenn es dann nochmal passiert, habe ich hundertprozentig Bestätigung, dass es die Tabletten sind, die ich nicht vertrage. Es gibt in den Nebenwirkungsbeschreibungen, es ist halt pflanzliches Produkt, da stehen Nebenwirkungen nicht wirklich drauf. Es gibt keine Packungsbeilage bei dem Zeug, es ist halt Nahrungsergänzungsmittel. Das Einzige, was du findest, sind irgendwelche Posts im Internet. Und da steht dabei, dass passieren kann, dass man Magenprobleme und Krämpfe und sowas bekommt. Cool. Und dann soll man die auch nicht absetzen, sondern die Dosis verringern. Ich persönlich benutze hier, ich habe immer nur eine Tablette statt zwei genommen, wie eigentlich beschrieben ist. Aber ich habe halt 200 Milligramm doppelte Stärke. Vielleicht sind die zu stark für mich. Aber das Ding ist, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die irgendwas bringen. Ich habe sie nie lang genug nehmen können. Vielleicht brauchen die einfach 2-3 Wochen dauerhaften Einnehmens, damit das wirkt. Aber ich habe nie einen Unterschied gemerkt. Deswegen... Warum soll ich das Risiko eingehen, wenn es wirklich damit zu tun hat, dann versuchen, geringere Dosen zu nehmen oder sonst irgendwas? Das ist ja Quatsch. Aber ja, die letzten Tage waren auf jeden Fall nicht witzig und heute ist auch noch nicht geil. Aber heute muss ich auf die Beine kommen, weil Tri kommt heute Abend vorbei, für Sekiro weiter aufzunehmen. Nicht geil. Die ganze Zeit eigentlich nur auf der Couch gelegen, Magenkrämpfe gehabt. Teilweise wirklich so schlimm, dass ich mich nicht bewegen konnte. 700 Mal aufs Klo gerannt und das komplette Programm. Also wirklich, mir ging es wirklich rattig und ich konnte nichts essen und zum Kotzen. Wirklich widerlich. Naja. Aber es sind nicht nur Scheißsachen passiert, auch wenn das wirklich eine blöde Phase jetzt war. Ich habe mir jetzt endlich mal so Kopfhörer geholt, so Wireless In-Ears. Die sind echt cool. Ich mag, dass die so magnetisch aneinander hängen. Ich habe gestern wirklich vergessen, dass ich sie anhabe. Die sind wirklich cool. Das ist sehr angenehm, mal nicht an einem Kabel hängen zu bleiben. Das ist cool. Dann, meine Brille kam und, wo habe ich die? Ach, da drin habe ich die jetzt. Meine Brille kam und, ja, also funktioniert. Dieses Abdunkeln ist sehr mild. Also ich bin gestern nochmal hin, um meine Brille nachstellen zu lassen von den Bügeln her. Kam zurück, kam hier rein und Lou, deine Brille ist dunkel. Ich habe das nicht gemerkt. Also das ist wirklich super, super subtil gemacht. Nachteil ist allerdings, ja, unsere Fenster filtern kein UV-Licht. Das heißt, als ich hier gesessen habe, wurde meine Brille auch dunkel und das ist doof. Deswegen habe ich Folie bestellt und die kam auch an und wir haben hier jetzt überall UV-Lichtfilterfolie drauf gemacht. Damit ist das Ganze generell dunkler. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber wenn ich das hier jetzt, ne, da ist schon ein Lichtunterschied zwischen Folie und kein Folie. Aber ja, das hilft. Jetzt kann die Sonnenstrahlung hier durch mir nicht mehr die Brille verdunkeln. Plus, weiterer Vorteil, es filtert halt ungefähr 20% des Lichts, glaube ich, ein bisschen weg. Wodurch, wenn jetzt die Sonne voll reinbreitet, du nicht mehr diese ganz krassen hellen Spots hier überall hast,
Was auch bedeutet, dass die Vorhänge, weil wir haben relativ dünne Vorhänge damals gekauft, die auch helfen, falls, weil, wie gesagt, sobald Sommer wird, dann ist die Sonne halt wirklich ab 5 Uhr ist die genau hier und ballert dir volle Granate ins Gesicht. Jetzt mit der Folie und den Vorhängen hast du halt wirklich, dann ist die Sonne nicht mehr, weil selbst mit den Vorhängen vorher ist die Sonne noch durch die Vorhänge durchgeprallt. Das war einfach so krass. Außerdem, naja, Vorteil für alle Plastiksachen hier, wie die Bildschirme zum Beispiel und so. Sie vergilben nicht mehr so und das Plastik lässt nicht mehr so krass nach, weil das bei Sonneneinstrahlung ja sehr schnell passiert. Und das ist pure Spekulation, das steht auf der Packung, aber das kann ich noch nicht so richtig glauben. Angeblich ist das extrem hitzeisolierend. Also Hitze bleibt draußen im Sommer und bleibt drin im Winter. Wie das drin im Winter funktionieren soll, sollen Sie mir jetzt mal erklären, weil isolieren kann das schlecht sein. Sonneneinstrahlung wärmt. Ob das jetzt so viel von der Sonneneinstrahlung, von der Wärme der Sonneneinstrahlung weghält, nur weil das UV-Licht gefiltert ist, weiß ich nicht. Dafür kenne ich mich damit zu wenig aus, aber es klingt auch sehr theoretisch. Also, naja, also ist ein netter Bonus. Wäre schön, wenn es funktioniert. Naja, genau, das ist habe ich gemacht. Was war denn noch? Ach ja, mein CRPG-Buch kommt. Da war ja ein Fehldruck scheinbar. Und ich habe aber gesagt, schickt mir den Fehldruck, ist mir wurscht. Und der ist unterwegs. Der kommt wahrscheinlich morgen oder übermorgen an. Dann habe ich mein tolles, tolles Buch. Da freue ich mich drauf. Ja, und ich glaube, das war's größtenteils. Wie gesagt, heute wieder Sekiro-Aufnahmen. Ich freue mich. Ich habe jetzt einen Android-Emulator auf dem Rechner, auf dem Laptop installiert, denn ich habe hier so eine Software, die habe ich nicht erst seit gestern, die habe ich schon Ewigkeiten, aber jetzt nutze ich sie erstmal so wirklich. Die nennt sich Stream Copilot. Ist eine App, die relativ scheiße bewertet ist, ehrlich gesagt, auf dem Android-Market. So, ich weiß nicht warum. Und ja, was du hiermit machen kannst, oh, meine IP, naja. Ja, der Vorteil von dieser App ist, ich kann OBS dort auf dem Rechner starten und dann kann ich OBS hiermit kontrollieren. Ich kann Recordings starten, ich kann Audio-Sources und Video-Sources hin und her machen, ausschalten oder lauter, leiser machen. Eigentlich alles, was ich an OBS, an Einstellungen von dem, was ihr seht, machen kann oder auch Stream starten, Videos starten und so weiter, kann ich hiermit auch machen. Und der hat halt auch einen Counter hier drin. Das heißt, wenn wir aufnehmen, kann ich einfach hier drauf auf Record klicken und dann sehen wir jederzeit, wie lange wir gerade die Folge aufnehmen. Das ist echt praktisch. Weil ansonsten musste ich das immer auf dem Handy nebendran machen oder wir mussten irgendwie auf die Uhr gucken, damit wir sehen, oh, wir sind schon 15, 20 Minuten, wir müssen jetzt mal Folgenende machen. So haben wir erstens den Button zum Starten und Stoppen der Aufnahmen direkt vor uns plus den Counter, sodass wir immer direkt sehen, wie weit wir sind. Das ist halt ein bisschen schade, weil theoretisch könnten wir das Ganze auch mit einem Shortcut auf der Tastatur machen und dann bräuchten wir nicht noch einen Laptop hier laufen lassen. Der Nachteil ist allerdings, bei OBS gibt es nur diesen winzig kleinen Counter, wie lange du gerade aufnimmst, unten in der Ecke von OBS. Und der ist schon kaum lesbar, wenn du vorm Rechner sitzt. Geschweige denn von der Couch aus bis da hinten hin. Das kannst du halt komplett haken. Ist schade, weil ich habe nichts gefunden. Ich habe lange gesucht nach Interfaces für OBS oder so, wo du einen Counter als Interface bekommst, so einen großen Counter. Aber scheinbar hat das noch niemanden interessiert und na gut, ist auch ein sehr spezieller Mod. Aber ja, schade. Aber so geht's halt auch. Ist eine Möglichkeit. Alternative wäre halt ein Handy dahinstellen und das auf Always On stellen und dann geht's genauso. Das hier ist ein bisschen komfortabler und da der Laptop sowieso meistens im Hintergrund noch an ist, weil wir irgendwas nachschlagen wollen oder sonst was, ist ganz praktisch. Und mit Erkandor bin ich momentan, jetzt sage ich wieder Erkandor, mit Martin bin ich momentan am rumgucken, wann wir wieder einen Aufnahmetermin finden für Podcast. Und momentan gibt es so ein paar Probleme mit der Webseite. Ich weiß noch nicht genau, woran das liegt. Ich habe jetzt schon mehrmals E-Mails bekommen von Jetpack. Das ist so ein Plugin, das wir auf der Webseite installiert haben, das mir ständig schreibt, ey du, deine Webseite ist down. Und dann gehe ich drauf und sehe, jo, meine Webseite ist down, warum? Keine Ahnung, ist ein bisschen komisch. Ich habe mit Helena schon geschrieben, auf dessen Server laufen wir ja. Und habe den gefragt, ob der irgendwelche Nachrichten von der Serverplattform oder von dieser Webseite bekommen hat, wo wir den Server haben. Und nee, da kam keine Nachricht, gar nichts. Und seine Webseite lief. Also ich habe es in dem Moment geschrieben, als meine Webseite gerade nicht ging, weil ich gerade am Bearbeiten.
Und er guckt auf seine Webseite, die auf demselben Server läuft, und die lief. Also muss es irgendwas entweder bei meiner Webseite, auf einem von meinen Plugins, oder der Fakt, dass ich auf SSL-Verschlüsselung drauf bin und er mit seiner Webseite nicht, muss es damit irgendwas zu tun haben. Keine Ahnung. Aber ja, vielleicht war es einfach nur das Wochenende hier, denn die letzten 2 Tage habe ich nichts bekommen. Es war am Montag das letzte Mal. Schauen wir mal. Jo, das ist der Status bis jetzt. Dann habe ich ein paar Sachen geguckt. Ich habe Final Fantasy 15 nochmal durchgespielt, weil ich mir die Royal Edition hier geholt habe. Habe ich quasi das Ende von Final Fantasy 15 von meinem alten Spielstand nochmal durchgespielt, einfach nochmal, um aufzufrischen und dann abzuspeichern. Und jetzt kann ich halt die ganzen Nebenmissionen machen und das macht sehr viel Spaß. Habe gestern quasi nochmal 10 Stunden reingesteckt, nur für Nebenmissionen, und sehe nicht, dass das das letzte Mal war. Das macht super viel Spaß. Und ja, das habe ich nochmal gespielt und das hat echt wieder Tränen gerührt. Ich finde das Ende super gut, saustark. Und dann habe ich, und das war ein weiterer Tränendrüsendrücker, die neueste Folge und damit die letzte Folge dieser Season von Grand Tour geguckt. Quasi, wer es nicht kennt, Top Gear war ja damals Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond. Die haben ja ewig lang die Serie gemacht auf BBC. Und das war ja so eine Carshow, aber das war ja viel mehr als einfach nur Autos vorstellen. Sogar Lou mag die Serie, weil das halt einfach, das geht um die drei und nicht um die Autos. Und wie die drei miteinander und mit dem Publikum umgehen und so weiter. Und Grand Tour war ja quasi das, was nachdem BBC Jeremy Clarkson entlassen hat, haben sie ja Top Gear beendet und haben dann Grand Tour bei Amazon gestartet quasi. Und das ist im Prinzip essentiell dasselbe. Und ja, das war nicht nur die letzte Folge dieser Season, sondern das war das letzte Mal, dass man Grand Tour und die drei in diesem Format so sieht. Denn ab jetzt gibt's nur noch Specials. Ich mag die Specials von denen, das sind halt so richtig, das sind Filme, die sind dann immer 1 bis 1,5 Stunden lang, wo die dann eine Weltreise machen, irgendwie eine Reise durch ein ganzes Land, und das ist so absurd und das ist großartig, wirklich. Das sind auch die Sachen, wo Lou gerne mitguckt, weil die sind so witzig und so gut. Ich bin selbst kein Autofan. Lou hat gar nichts mit Autos am Hut und trotzdem gucken wir die Sachen ganz gerne. Aber ja, die Specials waren auch immer ganz, fand ich immer fantastisch, aber jetzt gibt's eben nur noch die Specials. Also nie wieder Publikum, nie wieder in einem Zelt oder in einer Halle sitzen und wirklich vor der Kamera dann reden und Satire und der ganze Kram, das alles ist jetzt vorbei. Und Jeremy Clarkson, den Typ, der absolute Oberarsch und Zyniker, viele hassen ihn, ich liebe ihn, den tatsächlich da zu sehen, wie er anfängt zu weinen, weil er verkünden und versucht zu verkünden, dass es das Ende ist. Alter, leck mich am Arsch, ich bin gebrochen, ey. Das war hart, das war echt hart, und ich habe damit... Die letzte Folge war so ein bisschen komisch und ich hatte das Gefühl, dass es auf irgendwas hinausläuft, weil es so komisch gewirkt hat. Vor allen Dingen, am Anfang der Folge, ich wollte es Lou noch sagen, am Anfang der Folge, als die Folge angefangen hat und das erste Mal Jeremy Clarkson siehst, wie er gerade anmoderiert, hatte er rote Augen. Und ich dachte mir, was zum Teufel, Mann, entweder der wirkt krank oder was ist da los? Und ja, wenn du dann am Ende dann mitbekommst, warum er rote Augen hat und dass die Augen noch viel roter werden, 17 Jahre. 17 Jahre. Das ist quasi... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das deren Entscheidung war. Weil 17 Jahre lang den Job machen, das ist dein Leben dann irgendwann. Klar willst du irgendwann vielleicht was anderes machen, aber... Es klang, so wie er das gesagt hat, klang es nicht so, als wäre das jetzt unbedingt deren Wahl gewesen, dass sie jetzt nicht mehr sowas machen. Was sehr, sehr schade ist. Naja, also, ja. Oh, und dann letzter Punkt noch. Nicht zu Tränen gerührt, aber fast zu Wutsabber. Nintendo. Es kam jetzt Final Fantasy 10 und 10.2 für Nintendo Switch raus. Was cool ist, weil da habe ich mich drauf gefreut. Das Remake mag ich. Ich habe es ja auch für den PC. Und ich mag Final Fantasy 10, auch wenn Teil des ein Vollidiot ist. Der Preis ist 50 Euro. Für ein Remake. Das Remake ist schon Jahre alt. Das Remake auf Steam kostet 25 Euro. Nicht im Angebot, normal. Das heißt, auf Steam kostet es die Hälfte.
wie auf der Switch. Es ist exakt dasselbe Remake, dieselbe Version. Jahre alt von einem Spiel, das vor zwei Konsolengenerationen rauskam. Ich meine, das war schon Frechheit genug, 20 Euro oder wie viel es gekostet hat, für Final Fantasy 9 zu verlangen. Ein Remake, das noch älter ist, von einem Spiel, das noch älter ist und auf drei Konsolengenerationen davor rauskam. Es war genauso eine Frechheit und das ist... Ich glaube, es kostet 18 Euro, Final Fantasy 7. Finde ich auch eine Frechheit, ist auch zu teuer. Aber 50 Euro für Final Fantasy 10? Für was? 25 Euro wäre angemessen gewesen. 30 Euro wäre absolut Blutenschmerzgrenze. 50 Euro, ihr spinnt doch wohl. Da hole ich doch lieber einen Laptop mit und installiere es da drauf. Also, im Ernst, ey. Selbst, also mal ernsthaft, wenn ich einen Laptop habe, auf dem ich dieses Remake installieren und spielen kann, der Laptop ist portabel, den kann ich mitnehmen, packe ihn in den Rucksack, ich kann ihn auspacken und spiele damit. Das klingt sehr seltsam, wenn man das ohne Kontext hört. Die Akkulaufzeit vom Laptop ist wahrscheinlich sowieso höher als die von der Switch. Der Bildschirm ist größer als von der Switch. Der Controller, wenn ich einen mitnehme, ist wahrscheinlich 1000-mal angenehmer zu spielen als auf der Switch. Wo ist der Vorteil? Wofür bezahle ich 30 Euro mehr? 25 Euro. Bullshit. Fuck you, Nintendo, ey. So verkauft ihr zumindest mir das Ganze nicht. Und ich hoffe, es verkauft sich mies. Wirklich. Ich hoffe wirklich, es verkauft sich mies. Ich hoffe wirklich nicht, dass Leute sagen, oh, ja klar, bezahle ich. Habe ich damals auch bezahlt. Oh, bitte nicht. Bitte, 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 bitte nicht blind kaufen, nur weil, ne? Ah. Warum können die sich immer jeden Dreck erlauben? Das geht mir auf die Eier. Naja. Gut, das soll es gewesen sein für diesen Vlog. Das war jetzt lange. Bis dahin, zunächst mal meine ich damit, tschüss.